Mein Vater hatte hobbymäßig eine Spiegelreflexkamera. Dadurch habe ich angefangen zu fotografieren und wollte immer ein Bild so gestalten, wie ich es im Kopf habe. Da hat man halt gemerkt, dass man oft an die Grenzen kommt und deshalb ging es bei mir immer mehr in die Tiefe und dann auch später zum Studium. Mein Name ist Philipp Haas. Ich bin Künstler und Fotograf. Ich komme ursprünglich aus Mülheim an der Mosel und habe in Nordrhein-Westfalen Fotografie studiert und wohne jetzt in Berlin. Was mich antreibt, sind meine Ideen und die leidenschaftlich zu verfolgen und zu verwirklichen. Was mich inspiriert, sind Begegnungen mit Persönlichkeiten, mit Menschen, die was Spannendes mit sich führen und das auch ein bisschen rauszukitzeln, in ein Porträt zu verwandeln. Die Gelegenheit mit der Ausstellung im Schloss Lisa fand ich sehr spannend, weil hier ein neu restauriertes Schloss im Stile von vor 100 Jahren gezeigt wird und ich mit einer modernen fotografischen Arbeit die Veränderung von Menschen zeigen, die über die Zeit entstanden ist. Bei Reinkt beschäftige ich mich mit dem Thema Transformation. Wie verändert sich ein Mensch durch Tattoo und Body Modification? Hier gehe ich auf die Aspekte ein, dass ich jemanden in einem Bild zeige, der voll tätowiert ist und wenn man aus der Achse des Bildes rausgeht, komplett nicht tätowiert zu sehen ist. Ich finde es spannend, was das mit einem macht, zu sehen, was Tattoos und die Körperveränderungen im Bild ausmachen. Meine Ziele sind, meine Projekte weiterzubringen, neue Ideen umzusetzen und Menschen zu begegnen, die mich inspirieren, die ich inspirieren darf und gemeinsam was Großartiges zu schaffen.